Flieger ist weit genug weg. Und der Vorteil wäre dann halt eben, wenn man das in zwei Etappen macht und jedes Mal ungefähr nur die Hälfte wegnimmt von dem, was man wegnehmen könnte, also alles, dann hast du halt zwischendrin 5 Jahre, wo viel Licht auf den Boden fällt, aber noch nicht zu viel Licht. Und in diesen 5 Jahren, das kann auch ein bisschen länger sein, das tut auch nicht weh, ganz im Gegenteil, kann sich halt wunderbar eine Verjüngung etablieren. Ne? Das wäre auch ein natürlicher Prozess. Im natürlichen Wald, wo halt keine Forstwirtschaft stattfindet, da kracht auch schon mal ein ganzes Stück auf einmal zusammen. Ne? Also da gibt es auch schon Löcher, in Anführungszeichen, die so einen leichten Kahlschlagcharakter haben. Bei schlimmeren Katastrophen, in Anführungszeichen, gibt es auch mal richtig große Kahlflächen, selbstverständlich. Aber es ist eher die Ausnahme, dass so viel auf einmal zusammenbricht. Oft sind es mehr so Baumgruppen, die zeitgleich quasi zusammenbrechen. Und das sieht dann halt eben so ähnlich aus wie da ganz am Anfang am Waldrand, wo sie die alten Fichten weggenommen haben. So ungefähr kann man sich auch einen natürlichen Zusammenbruch wegen Überalterung vorstellen. So ein bisschen zumindest. Es ist auch immer saumäßig schwierig, das zu verallgemeinern, aber so grob. So, und da steht ja noch einiges rum. Und wie ich ja erwähnt habe, es bleibt eben ein Wald und wird nicht zur Kahlfläche. Und das bedeutet, dass dann halt eben die jungen Waldbäume, die genau auf so einen Fall spezialisiert sind, wenn langsam mehr Licht auf den Boden kommt, aber es trotzdem noch ein Wald bleibt, das sind die optimalen Bedingungen, wo ein junger Baum quasi aufwachsen kann, wo du dann jede Menge Verjüngung bekommen würdest auf der Fläche, wenn es jetzt nicht ein Kahlschlag wäre. Ich bin jetzt auf der anderen Seite, können wir nochmal von der Seite reingucken. Und dann könnte man halt eben 5 bis 10 Jahre warten, hätte dann da unten, also dann muss man sich das ganze Zeug, was da jetzt noch rumliegt, halt wegdenken. Und dann hätte man unten am Boden wirklich jede Menge junge Bäumchen von 5 bis 10 Jährchen Alter. Oder sagen wir von 4 bis 9 Jahren. Ungefähr so. Und könnte sich halt sparen, da jetzt alles voll zu pflanzen. So wie das jetzt ist, muss man da alles voll pflanzen. Und ich bin ein entschiedener Fan von Naturverjüngung, weil A, kostet die nichts. Und B, sind das die am besten an den Standort angepassten Forstpflanzen, die man überhaupt bekommen kann. Ne? Die sind ja genetisch schon quasi von den Eltern durch Evolution dazu vorbereitet, genau da zu stehen. Also besser angepasst geht nicht. Das Beste, was man pflanzen kann, ist nicht pflanzen, sondern auf Naturverjüngung setzen. Es geht nicht immer, es gibt Situationen, da ist das nicht möglich, aber hier wäre es kein Muss gewesen. Hier hätte man das so machen können. Warum man es jetzt nicht so gemacht hat, liegt am Geld. Und jetzt bin ich mir nicht mal sicher, das müsste man natürlich im Einzelfall rumkalkulieren und der Kollege, der das gemacht hat oder hat machen lassen, der wird da auch seine Gründe für gehabt haben, mit Sicherheit. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass, weil ich das jetzt sage, das jetzt so stimmt. Das kann auch wirklich sein, dass das besser so war und ich weiß irgendwelche Hintergründe nicht. Das ist sogar ziemlich wahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz, so eher generell, einfach vielleicht zum Mitnehmen für euch, sind halt das so die Gründe, weshalb so ein Kahlschlag, da gibt es noch viele andere Gründe, weshalb der sehr mit Vorsicht zu genießen ist. Und das mit dem Waldklima habe ich ja eben schon erwähnt, Bestandesklima, Spätfröste. Wenn jetzt da ein Spätfrost drüber zieht, angenommen man pflanzt da jetzt noch diesen Winter was, beziehungsweise also so quasi ins Frühjahr rein und hat gerade was gepflanzt. Und dann kommt jetzt der Spätfrost. Scheiße. Oder der Spätfrost kommt nächstes Jahr. Auch scheiße. Und davon abgesehen, wenn du jetzt da die jungen Sachen hinpflanzt, die da in greifbarer Höhe fürs Reh rumstehen, dann kommt das Reh und knabbert dran. Ist auch blöd. Und das hätte man alles deutlich weniger mit halt nicht Kahlschlag, sondern stufenweise Holzernte. Verjüngungsnutzung nennt man das dann. Das ist normalerweise eben eine Phase für die nächsten 10 Jahre, in der 2 bis 3 Eingriffe vorgesehen sind in der Forstbetriebsplanung, wo man halt eben stückweise, wie gesagt, den Bestand langsam abbaut. Aber es wird Gründe gegeben haben und mehr Kohle, das spielt ja natürlich einfach wirklich auch eine Rolle, mehr Kohle gibt es definitiv auf diese Methode. Selbstverständlich. Also wenn man Geld haben will, dann war das richtig. Und jetzt muss ich nochmal entschärfend auch noch hinzufügen, das ist kein großer Kahlschlag.
streng genommen kann man sich sogar ein bisschen streiten. Man wird bestimmt in irgendeinem Forstbuch auch eine Definition finden, die das gar nicht mal als Kahlschlag aufweist. Aber normalerweise habe ich mal gelernt, wenn die Kahlfläche länger als eine Baumlänge der daneben stehenden Bäume ist, dann handelt es sich um einen Kahlschlag. Ist hier noch nicht der Fall. Und deswegen, wie gesagt, streng genommen ist es keiner durch diese Streifenform. Ne? Wir haben ja, ich kann es euch glaube ich von hier auch mal einigermaßen zeigen. Also denkt euch, die Kahlfläche, die liegt ungefähr hier. Und wenn man jetzt diese Bäume anguckt, wie hoch die sind, das sind ja auch Douglasien, die sind wirklich sehr hoch. Wenn man die jetzt umlegt, dann reichen die wahrscheinlich so ziemlich gerade so bis zu den Kastanien. Und damit ist die Länge der Kahlfläche eigentlich bloß eine Baumlänge. Und wie gesagt, wenn man jetzt diese Definition nimmt, dann ist das noch kein Kahlschlag. Und auf dem Nachhauseweg ist mir dann noch eingefallen, dass das tatsächlich kein Kahlschlag ist, sondern man kann es, das ist auch immer nicht so ein bisschen schwierig im Einzelfall, aber man könnte es sicherlich so ein bisschen als Saumschlag bezeichnen. Und so kann ich es zumindest ganz gut erklären, weshalb es sich hier also streng genommen nicht um einen reinen Kahlschlag handelt. Weil, was ist ein Saumschlag? Das ist ein streifenförmiger Kahlschlag, man spricht da auch gerne so ein bisschen von Streifenkahlschlag, aber der ist halt eben noch so dünn, der Streifen, also nicht so breit, dass eine Baumlänge überschritten wird. Und dann haben wir noch einen gewissen Effekt, zum Beispiel durch den Schatten, den die Bäume, die daneben stehen, dann noch werfen, wenn die Sonne im entsprechenden Winkel halt eben scheint. Das bedeutet, wir haben auf diesem noch nicht eine Baumlänge überschreitenden kahlen Streifen noch kein Freilandklima, sondern schon noch einen gewissen schützenden Waldeinfluss. Da kommt weniger Wind an, weil die Bäume, die nebendran stehen, quasi als Barriere fungieren. Es gibt noch ein bisschen andere Strahlungsverhältnisse, weil halt eben Schatten drauf geworfen wird. Und man muss natürlich auch noch dazu sagen, darauf bin ich jetzt im Video, als ich im Wald war, gar nicht eingegangen. Natürlich die Altbäume, die nebendran sind, schmeißen dann natürlich auch jede Menge Samen auf diese kahle Fläche da. Also dass da jetzt dann noch eine gewisse Chance besteht, dass sich da trotzdem Naturverjüngung etabliert, obwohl kein schützender Wald mehr oben drüber ist, die besteht schon auch. Das wird allerdings wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Und das Problem ist jetzt halt, dass die Naturverjüngung mit den alten anderen Pflanzen, die so eine Kahlfläche auch ganz gerne mögen, halt dann konkurrieren muss. Also sprich die Brombeere beispielsweise könnte sich da jetzt auch wunderbar ausbreiten. Und wenn es dann halt eben so zum Battle zwischen junger Douglasie und Brombeere kommt, nee, Douglasie kann sich da schon durchsetzen, möglicherweise, aber viel andere Waldbäume gibt es dann ehrlich gesagt fast schon nicht mehr, die das dann noch realistisch schaffen. Jetzt kann man natürlich spekulieren, ist das so gewollt? Geht man davon aus, okay, dann kommen dann junge Douglasien und die setzen sich ja eh gegen alles andere durch, dann hat man das also so machen können? Wäre eine Möglichkeit, wäre ein Experiment wert. Und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt eben, darauf will ich hinaus, dann fallen einem schon so ein paar mögliche Gründe ein, weshalb das da jetzt so gemacht worden ist, wie es gemacht worden ist und nicht anders. Ich war da mit meinem Gemecker, also ich habe es ja auch schon im Video angemerkt und werde es auch nachher nochmal anmerken, weil ich mich ja gern wiederhole, war ich etwas voreilig. Aber jetzt schauen wir erstmal weiter, was ich sonst noch so zu sagen hatte. Ich meckere hier auf extrem hohem Niveau, weil ich halt bisher eben so begeistert bin von diesem Wald hier und den wirklich hervorragend beförstert finde und noch nie was zu meckern gefunden habe. Und jetzt habe ich mal was und das muss ich jetzt ausnutzen. So, auch hier, was heißt, das ist auch wieder eine winzig kleine Kleinigkeit. An der Stelle ist das jetzt tatsächlich nicht so gut. Das wäre natürlich schöner, wenn das hier jetzt nicht da wäre. Schlimm ist das aber auch nicht. Ist nicht optimal, ne? Also perfekt wäre anders. Hier zum Beispiel, da den zweiten Reifen, da hat er was da liegen gehabt, da ist nichts passiert. Der Reifen, ja gut, dann lag hier halt jetzt eben nichts. Man kann das aber auch nicht so super steuern, wo man jetzt das Zeug dahin schmeißt. Also dass das nicht immer wirklich perfekt abläuft, das ist ganz klar. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Und wo man tonnenschwere Holzmassen bewegt, dass da erst recht Späne fallen, das ist, glaube ich, auch nichts, wo man großartig sich drüber wundern sollte. Wer sich jetzt wundert, die weißen Striche markieren die Rückegasse. Also die Bäume sollten nicht weg. Die hätte ich auch noch stehen gelassen. Das sind wunderschöne geastete Douglasien. Die sind was wert, wenn man die dann mal irgendwann wegnimmt.
Ja, und da geht entsprechend jetzt die Rückegasse hoch. Ich finde die, wenn man bedenkt, dass das jetzt eine Woche her ist oder was, die Holzerntemaßnahme, ist das eine super dezente Rückegasse. Sieht man kaum, fällt jetzt den meisten Waldbesuchern wahrscheinlich gar nicht mal groß auf. Wenn sie zum Beispiel ein Jogger sind und hier vorbeilaufen, der sieht das wahrscheinlich gar nicht. Also das ist auch summa summarum ganz hervorragend. Nur halt eben die eine Stelle, die wir da gerade hatten. Da kann man dann wirklich drüber hinwegsehen. Prima gemacht, wirklich. Muss ja langsam auch mal ein Ende finden hier. Das wird zu lang sonst. Naja, wurscht. Jedenfalls, hier wäre jetzt auch die Frage geklärt, welche Einstellung denn der Kollege, der hier zuständig ist, zur Birke hat. Da sind erstaunlich viele stehen geblieben. Also wo die nicht offensichtlich richtig im Weg gewesen ist, steht sie noch da. Und das ist genau das, was ich eben auch noch erwähnt habe, der Minderheitenschutz. Ne? Wenn eine zusätzliche Baumart nicht stört, lässt man sie stehen. Hier passiert. Also das gibt's hier auch. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass er das nicht weiß, der Herr Kollege. Ganz und gar nicht. Grundsätzlich, ich muss es nochmal betonen, diejenigen, die hier rumförstern, haben da viel mehr Erfahrung drin als ich. Und es ist erheblich einfacher, hinterher über die Fläche zu gehen und zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße, als das selber mal zu machen. Und dann auch noch halt so, dass es dann so gut läuft wie hier. Also da habe ich größten Respekt vor und ich muss ganz ehrlich sagen, das hätte ich bestimmt nicht so gut hinbekommen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ist immer einfach hinterher zu nörgeln. Das ist immer ganz, ganz einfach. Und dann können wir uns noch mal ein bisschen das Resultat anschauen. Hier haben wir wunderbare 1A Fichten. Also gerade sowas wie dieses Exemplar hier, die ist wunderbar. Also da kannst du überhaupt nichts erkennen, was da irgendwie schlimm wäre. Kann man ein bisschen hier so einen interessanten Harzring erkennen. Ne? Aber der ist jetzt... ja, so Harzeinlagerungen im Holz, die sind nicht ganz gern gesehen. Aber das ist auf jeden Fall... ein sehr guter Stamm. Auch der hier, der mag jetzt hier diese kleine. Das war meine Verwundung im entsprechenden Baum. Das kann man hier auch noch ganz gut sehen, wenn man da guckt. Ja, ne? Also eine größere Verwundung. Und das hier ist tatsächlich eine gigantische Menge. Ja, das ist dann ein bisschen verholzt. Aber hier hätte man, als diese Verwundung entstanden ist, jede Menge Harz sammeln können. Das ist hier so eine Mischung, das kann man hier auch ganz schön sehen, von wirklich steinhart gewordenem Harz, was das hier zugeklebt hat. Und der Baum hat dann auch, das kann man hier auch so gut, sehr gut eben erkennen, versucht, das dann quasi zuzuwachsen. Indem er halt eben hier die Kurve gekratzt hat und dann nach da gewachsen ist. Weil so ein Riss einfach so zuklappen, das geht nicht. Das Holz ist ja starr. Wenn es erstmal hingewachsen ist, ist es hingewachsen. Also sowas wieder zuzuwachsen, ist sehr schwer. Wenn er jetzt noch viel, viel, viel dicker geworden wäre, dann wäre ihm das irgendwann gelungen. Dann wäre er quasi hier nochmal weiter in die Breite und irgendwann hätten sich dann diese überwallenden, ja, Backen kann man fast sagen, die sich hier bilden, die hätten sich dann irgendwann in der Mitte getroffen und dann wäre es vollständig mit Holz zugewachsen. Und was jetzt aber eben diesen Riss ausfüllt, ist eine riesige Menge sehr steinhart gewordenes Harz. Interessant, kann man sich schön angucken. Also das ist trotzdem immer noch ein guter Stamm, da kann man immer noch einiges mit anfangen. Aber wenn man Holzeinkäufer ist und jetzt nur diesen Stamm haben wollte, man kauft immer gleich einen ganzen Bolter, normalerweise, also wenn jetzt der Großeinkäufer kommt, aber da würde ich auf jeden Fall weniger zahlen. Und auch hier nicht so dicke, aber wunderbare Fichten. Keine Rotfäule, nix. Prima Dinger. Gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Also das ist schon Geld, was hier rumliegt. Das ist schon Geld. Also das sind definitiv Nutzhölzer. Das ist kein Brennholz. Da kann man ordentlich was draus sägen. Mal abgesehen von der charakteristischen Farbe, die ja wirklich doch deutlich dafür spricht, dass es sich hier um Douglasien handelt, merkt es euch, eine Lärche sieht vom Holz her noch so ähnlich aus, hat aber eine Borke wie eine Kiefer. Kiefern kennt jeder, also merkt euch, wenn ihr was findet, was nicht eine Douglasienborke hat, ich möchte jetzt nicht so lange auf der Borke rumreiten, und vom Holz her aussieht wie eine Kiefer, wie eine Douglasie, dann ist es eine Lärche. Yeah.
Also so grob, ganz grob. Da muss man schon noch ein paar andere Erkennungsmerkmale beachten. Aber am frisch geschlagenen Holz ist es sowieso mit der Holzbestimmung gar nicht so einfach. Douglas ist aber immer leicht zu erkennen. Und vor allen Dingen merkt man es halt an den Dimensionen. Guckt euch mal dieses Ding an. Die werden in etwa gleich alt sein wie die Fichten da hinten, die ich euch eben gezeigt habe. Und die waren im Durchschnitt halt doch noch mal deutlich dünner als jetzt hier diese Douglasien. Wobei diese Endstücke hier, die sind immer noch ein bisschen dicker. Man kann das, gerade bei dem hier oben kann man es ganz gut erkennen, als der Stamm weiter oben. Also der verjüngt sich dann doch relativ schnell noch ein Stückchen, bleibt dann aber längere Zeit eben auf dem Niveau. Auch hier wunderbare Qualität, keinerlei Pilze drin, gar nichts. Tipptopp Sägeware, da braucht man auf keinen Fall Brennholz draus zu machen. Da kann man irgendwelche schönen Bretterchen zum Beispiel draus herstellen. Was da jetzt genau mit passiert, habe ich keine Ahnung. Da müsste man dann jetzt wirklich denjenigen fragen, der da zuständig ist. Der kann da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen. Noch mehr kann auf jeden Fall der Sägewerkbesitzer dazu sagen. Aber das ist wirklich 1A Ware. Freue ich mich eigentlich, dass hier so schöne Bäumchen gewachsen sind, die jetzt auch eben entsprechend einer sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Wenn der Baum halt nur für Brennholz sterben muss, das ist immer so ein bisschen schade, finde ich. Gerade bei so Sachen, die wirklich lange, lange, lange rumgestanden sind. Brennholz kann man auch aus irgendwelchen 40-jährigen Durchforstungsresten machen. Das ist dann erheblich sinnvoller als jetzt irgendwelche wirklich alten Exemplare, die eigentlich, wenn es gut läuft, eine tolle Qualität haben sollen. Und das hat nicht geklappt. Und die dann zu Brennholz verarbeiten zu müssen, das tut mir immer so ein bisschen weh. Dafür ist Holz halt auch einfach ein zu wertvolles Produkt. Das ist halt einfach was Hochwertiges. Da muss man schon eine gewisse, auch einen gewissen Respekt zu entwickeln, zu dem Produkt Holz, wenn man es dann halt eben mal so im Wald liegen sieht. Klar, ich weiß, die meisten Leute, die dann vorbeilaufen, denken sich, oh, die armen Bäume, tote Bäume, oh je, oh je, und dann gleich noch so viel Holz. Ich habe euch jetzt nur einen Bruchteil gezeigt, der liegt wirklich einen Haufen rum. Aber ja, wo soll es denn herkommen, ne? Wo soll man Holz hernehmen, wenn nicht aus dem Wald? Und wenn schon Holzernte, dann A, gut gemacht, was hier ja wirklich der Fall ist, bis auf dass ich den Kahlschlag nicht angelegt hätte. Aber alles andere, ich zeige euch den Rest gar nicht. Das ist wirklich prima. Das ist mustergültig. Nur diese eine Stelle da. Und es ist streng genommen eben, wie gesagt, noch nicht mal ein Kahlschlag, wenn man es entsprechend definieren möchte. Ja. Sonst wirklich alles prima gemacht. Und dann freue ich mich halt eben auch, dass da so wunderbare Qualitäten rausgekommen sind. Ich habe mir jetzt fast alle Stämme hier angeguckt und ich sehe kaum einen, wo man sagt, ach, da kommt ein Häcksler, gefühlt. Beziehungsweise, ach, den können wir kleinsägen und das Brennholz irgendwie sonst wie wem andrehen und so weiter. Also man kann ja immer Holz verwenden. Das ist ja auch das Schöne. Es entsteht nie Ausschussware, ne? Schlimmstenfalls wird es Brennholz. Brennholz ist auch ein wichtiges Produkt, braucht man auch. Auch eine schöne Sache. Und das ist schon der schlimmste Fall. Schlimmer geht's nicht. Dass man das Holz wegschmeißt in dem Sinne, das gibt's nicht. Und heutzutage, das ist ja auch noch was Neues, gerade jetzt in Baden-Württemberg groß im Kommen, in anderen Bundesländern natürlich auch, aber da ist Baden-Württemberg doch ziemliches, das ist ein ziemliches Steckenpferd für uns inzwischen. Wenn es mal eine ganz miese Qualität ist, dann kann man es auch einfach liegen lassen. Dann dient es als Totholz im Wald und verbessert die ökologischen, die Ökoleistung sozusagen des Waldes. Man muss mit diesem Begriff vorsichtig sein. Ja, Ökologie ist die Wissenschaft vom Leben in der Beziehung zu seiner Umwelt. Etwas als ökologisch zu bezeichnen, ist per se Blödsinn. Das geht eigentlich nicht von der Wortherkunft her. Also ökologische Landwirtschaft, das gibt es einfach nicht. Das ist eine Wortkonstruktion, die klingt schön, die ist als Marketing-Gag vielleicht auch so ein bisschen gedacht gewesen. Aber eigentlich ist das Quatsch. Ökologischer Waldbau genauso Blödsinn. Ökologie ist die Wissenschaft vom Zusammenleben der Lebewesen mit ihrer Umwelt. Ne? Und die Lebewesen untereinander und das alles halt eben in verschiedener Umwelt und so weiter und so fort. Also etwas als ökologisch zu bezeichnen, ja, was soll denn das dann sein? Was ist denn ökologisch? So wie es die Natur gerne möchte. Man muss in diesem Zusammenhang dann aber auch unbedingt die Frage stellen,
was ist denn bitte jetzt richtige Natur? Das ist auch gar nicht so einfach zu erklären, weil Natur ist ständiger Wandel. Das Ökosystem in seiner aktuellen Form besteht vielleicht ohne sichtbare Unterschiede 10 Jahre lang in so einem Wald. Das ist ja vergleichsweise lang. Danach schaut es irgendwie anders aus. Dann wohnen da vielleicht noch ein paar zusätzliche Arten drin, die vorher nicht da waren. Und streng genommen haben wir dann schon wieder ein etwas anderes Ökosystem. Und ist das neue Ökosystem, das jetzt entstanden ist, schlechter als das alte? Ist das neue jetzt natürlicher oder war das alte natürlicher? Und wenn man sagt, früher war alles besser, ja, wann war denn zuletzt mal eine richtige Natur oder ein richtiges Ökosystem? War das, als die Dinosaurier noch rumgestapft sind? War das, als wir bloß Bakterien hatten als einziges Lebewesen auf dem Planeten? Das ist halt eben die große Fragestellung und wer zum Geier soll das bitte entscheiden? Deshalb so der Begriff, ich verwende ihn ja auch ständig, damit ihr wisst, was ich meine so ein bisschen. Ne? Das ist ja relativ in den Sprachgebrauch übergegangen. Aber dieser Begriff ökologisch, der ist mit großer, großer Vorsicht zu genießen. Und es ist immer schwierig, wenn wir uns als Mensch irgendwie anmaßen, zu sagen, was denn jetzt nun richtig ist in der Natur und was nicht. Denn richtig oder falsch gibt es nicht. Es gibt keine wertende Komponente in der Natur. Ne? Es ist auch nicht schlimm, wenn sämtliche Bäume umfallen. Es ist einfach nur so, dass dann sämtliche Bäume umgefallen sind. Niemand ist da, der das irgendwie werten würde, wenn nicht wir daherkommen und sagen, oh mein Gott, sämtliche Bäume sind umgefallen. Ja, das muss man im Hinterkopf behalten. Das kann man eigentlich gar nicht oft genug im Hinterkopf behalten, weil man vergisst es ja auch ständig wieder. So, und apropos Holz, das einfach liegen bleibt und dann als Totholz der Biodiversität dient. Hier hätten wir so 2 typische Stämme. Auf dem bin ich auch schon für diverse Videos gesessen, also zumindest auf dem. ja, das ist auch so eine schöne Stelle hier. Die mag ich gern. Da haben wir noch ein kleines bisschen was mitgenommen, beziehungsweise ein bisschen was da hinten. Da hinten haben wir ein bisschen was gefällt. Aber im Großen und Ganzen ist dieses Plätzchen hier, wo ich mich jetzt befinde, gut, da liegt auch noch was. Doch wirklich sehr, sehr glimpflich davon gekommen, was die Holzernte angeht. Nach 2 Jahren oder was sieht man davon schon gar nichts mehr. Und dann ist hier wieder ein wunderschönes kleines Plätzchen, so ein bisschen so mein persönlicher, fast schon mein Lieblingsplätzchen, so in diesem Bereich vom Wald. Der Weg ist leider ein bisschen nah dran, aber sonst auch mit dieser Schlucht hier. Schöne Sache. Da ist auch ein Bach drin. In besagter Schlucht, also wenn man was zu trinken haben möchte, hier kann man schon ein paar Stunden mal zubringen. So, und in diesem Sinne glaube ich, die wesentlichen Eckpunkte gezeigt und erklärt zu haben und verabscheue mich. Ich weiß gar nicht, wo ich den Spruch geklaut habe, den gibt es irgendwie, ist auch egal. Lasst euch nicht betüxen, macht's gut, tschüss.